Hallo und herzlich willkommen, hier ist Yassid für euch. Heute mit einem neuen Video und zwar zum Vitamin D3. Da braucht man gar nicht viel lange drum herum reden. Ich habe haufenweise Infos zum Vitamin D3 und die findet ihr mittlerweile auch überall im Internet. Braucht man nicht mehr so viel zu sagen, aber trotzdem stellt sich ja immer wieder mal noch die Frage, welches ist jetzt das Beste oder wo kriege ich besonders Gutes her? Und ich teste ja immer wieder Vitamin D3 aus. Ihr findet es unten ja in der Videobeschreibung. Findet ihr immer die aktuellsten Sachen bei mir drin oder jetzt ganz neu auf meiner Internetseite. Also wer Bock hat, da mal reinzuschauen. Natürlich gesund leben, alles mit Bindestrich.com. Ja, also natürlich Bindestrich gesund Bindestrich leben.com. Findet ihr nochmal andere Sachen und nochmal andere Infos und noch eine richtig coole, cool gemachte Internetseite, wo mein ganzes... ganz viel Liebe von mir drin steckt. Ja. Also das nur mal so am Rande noch mal kurz erwähnt. Ich möchte aber euch heute einfach nur zur Info einmal diese süße kleine Eule hier vorstellen. Und zwar die sogenannte Vitamineule. Ja. Und die Firma, die stellen unterschiedlichste Sachen her. Also auch andere Vitamine, Vitamin C und so weiter und so fort. Ich habe dieses Vitamin D3 jetzt circa... ich will jetzt nicht genau, ich sag mal so über ein Jahr auf jeden Fall, ein Jahr und ein Viertel oder sogar anderthalb Jahre und bin definitiv von begeistert. Also es ist absolut genial. Es ist ein hochgradiger Unterschied zu Tropfen und jetzt kann man natürlich dazu sagen, also wenn man jetzt das Ganze aufmacht, es ist leider auch nichts zum Abbrechen, das heißt man hat eine ganze kleine Kapsel in der Größe 0. Das heißt, da kann man jetzt das schlecht, man kann die vielleicht teilen oder auch nur die Hälfte ins Glas machen, aber ist sehr umständlich und in der Regel machen wir uns nichts vor, macht das sowieso keiner. Ja, das heißt, eine ganze Kapsel hat 30.000 internationale Einheiten. Ja, das ist umgerechnet für diejenigen, die jetzt in Tropfen sich das immer geholt haben, weil man immer pro Tropfen 1.000 internationale Einheiten hat. Sprich, wenn ihr so eure 10, 20, 30 Tropfen genommen habt, hat eine Kapsel im Prinzip 30 Tropfen. Nur mal so zur Umrechnung. Und das ist natürlich sehr, sehr hoch. Wir sollten eigentlich mit einem Bereich von 10, gerade jetzt, wo der Sommer jetzt so anfängt, würden auf 5 reichen, meiner Meinung nach. Sind natürlich 30 schon ziemlich viel. Ich habe aber den Unterschied über die ganzen Jahre und auch über die Winterzeit gemacht, dass selbst wenn ich normale oder ich sag mal jetzt Vitamin D3 Tropfen genommen habe auf zum Beispiel MCT-Öl-Basis, also sprich was mit Kokosnussöl angereichert ist, ist die Wirkung zweifellos nicht so stark. Ja. Also derzeit ist das wirklich das beste Vitamin D3, was ich nur empfehlen kann. Es grenzt sich absolut von den Vitamin D3, die ich ausprobiert habe. Und da kann ich jetzt mittlerweile schon fast von einem Dutzend, also schon fast von 10 verschiedenen Sorten sprechen. Auf unterschiedlichste Weise. Und die sind absolut die besten. Ich habe sogar jetzt vor kurzem mit einem, mit jemandem, der mir auch bei den Kommentaren geschrieben hat, der musste sogar lachen, da hier nochmal besten Gruß zu dir, der ebenfalls Vitamin D, das Ganze ausprobiert jetzt von der Vitamineule oder auch schon seit längerer Zeit nimmt und ebenfalls begeistert ist davon, ja. Also es grenzt sich wirklich, es zeichnet sich absolut ab und wer es mal ausprobieren möchte, die sind auch noch nicht mal teuer, kann es gerne mal ausprobieren. Es sind 90 Stück enthalten, ja, das heißt, wenn ihr das täglich nehmen solltet oder alle 2 Tage, wenn ihr es täglich nehmt, reicht es als Kur, dann könnt ihr euch danach, nach so einer Kur, also nach 90 Tagen, so ein bisschen treiben lassen. Ich mache es persönlich so, zur Winterzeit nehme ich trotzdem jeden Tag eine und ich habe nicht das Gefühl, überdosiert zu sein. Selbst als ich mich einmal habe messen lassen, war das in einem perfekten Wert. Also da braucht man nicht zwangsläufig Angst haben. In der Sommerzeit nehme ich dann nur mal als Kur oder sporadisch. Der Spiegel geht trotzdem runter, auch wenn man jetzt viel in der Sonne ist, aber durch Arbeiten etc. pp. Ja, kann man ja leider nicht die Sonne meistens genießen, die man gerne genießen möchte. Und daher supplementiere ich mich ja auch im Sommer mit, ganz klar. Aber dann halt nur mal stoßweise oder mal dann eine Woche und dann wieder Pause. Also das müsste nicht durchgehen, weil einfach eine Kapsel 30.000 Einheiten hat. Aber... wie gesagt, der Unterschied, ob ich nur 30.000 Tropfen nehme und davon irgendwie nichts spüre, vielleicht noch einen ekligen Geschmack habe oder eine nehme und wo ich was spüre,
das ist ja das Entscheidende und das ist ja das, wo wir ja insgesamt hinkommen wollen. Wir wollen einen coolen Preis haben und wir wollen einfach Wirkstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Mineralien und so weiter, wo man auch was spürt. Ja, und das ist das Ziel und deswegen gab es hier wieder ein Update und ich kann es euch nur empfehlen. So, das war es aber dazu. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, schaut es uns gerne mal unten bei den Kommentaren rein, schreibt was mit rein oder auch gerne in die Videobeschreibung. Guckt gerne auf meine Internetseite, ich werde die ebenfalls auch nochmal unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende noch, einen schönen Sonntag. Habt euch wohl. Bis dahin, euer Sid.